Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zu einem kleinen, gemütlichen Let's Play. Wir spielen ein Survival-Game. Es heißt Survival Fountain of Youth. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist ein Survival-Game, welches im 16. Jahrhundert spielt, im Kreise karibischer Inseln. Und wie es halt in vielen Survival-Games so ist, sind wir schiffsbrüchig und müssen auf einer Insel überleben, deren Geheimnisse aufdecken und irgendwie versuchen, klarzukommen. Leute, das möchte ich gern mit euch erleben. Ich habe damals schon die Demo gespielt. Die Demo war schon sehr, sehr umfangreich. Man konnte dort viel machen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich in den Early Access gegangen ist. Und mir wurde das Spiel auch geschenkt von einem Zuschauer, von einem lieben Kollegen auch, der Danger Seeker. Der hat auch jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Könnt doch gerne mal reinschauen und ein bisschen Liebe da lassen. Und ja, wir quatschen jetzt gar nicht lange rum. Ich möchte gerne mit euch dieses Spiel jetzt erleben. Ich gehe auf neues Spiel. Nicht wundern, hier ist schon im Spielstand da, weil ich mal reingeguckt habe wegen Sound und so. Ihr wisst ja, der ganz normale Stress eines YouTubers. So, Intro und Tutorial lassen wir drinnen. Maximale Anzahl ohnmächtig werden steht hier unbegrenzt. Lassen wir auch erstmal so. Schwierigkeitsgrad normal. Leute, bei Schwierigkeitsgrad normal ist es echt krass. Also es ist schon hart. Damals in der Demo war das echt schweineschwer. Und ich bin ein paar Mal draufgegangen. Wir versuchen irgendwie zu überleben. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung durch die Demo schon sammeln können. Deswegen denke ich, dass wir es diesmal ein bisschen besser hinbekommen als damals im Livestream. Und ja, deswegen bleibt der Schwierigkeitsgrad normal. Allerdings sage ich euch dann noch was dazu. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein. Jetzt kommt eine kleine Sequenz. Da mache ich mich kurz weg. Und los geht's. This story is inspired by real events. According to historic records, on March 4, 1513, three ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de León. The goal of the expedition was to search for the legendary Fountain of Youth. It all began in Puerto Rico, when Governor Juan Ponce de León gave military support to the chief Gaibana in a war against other tribes. The Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. The grateful chief told Ponce de León an ancient legend of his people, a legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. According to the legend, in the center of Bimini is the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will enjoy long years of health and youth. The chief also gave him an old map, covered with inscriptions in an ancient language. The map showed an uncharted group of islands. The location to search was clear, but the inscriptions were still a mystery to uncover. The captain believed in the legend and began to prepare an expedition. The best scientists and sailors of the new and old worlds volunteered to join his adventure. A total of three ships sailed off: the Santiago, the Santa Maria, and the San Cristobal. Ponce de León was sure that the ancient map would lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and eternal youth. The voyage to the islands took an entire month. On the 30th day of the journey, the lookout spotted islands up ahead. They were the islands from the map. The expedition was just one day from its goal. So, Leute. Da hat's geklopft und es wurde gesagt, Meister, wachen Sie auf. Ich sollte Sie eine Stunde vor Sonnenaufgang wecken. Da sind wir. Ich hoffe, ihr habt's mitgekriegt durch die Untertitel. Also, er schnarcht. Okay, der schnarcht, Leute. Laut einer Legende soll es irgendwo eine Insel geben. In der Mitte befindet sich ein, so eine Art Jungbrunnen. Und der verleiht einem ewige Jugend. Und ja, diese Europäer hier denken halt, dass sie damit Reichtum und ewige Jugend
erhalten können. Das werden wir sehen, ob das überhaupt die Insel ist. Aber ich darf auch noch nicht so viel spoilern. Das Problem ist, ich weiß halt schon so viel durch die Demo, ne? So, Notiz des Seemanns. Letzter Wille und Testament. Für den Fall, dass ich durch die Hand von Wilden oder an Altersschwäche oder aus irgendeinem anderen Grund sterbe, bevor der wundersame Jungbrunnen gefunden wird, ich überschreibe der heiligen Kirche mein Eigentum, ein paar Stiefel, zwei Hemden, ein paar Hosen, sämtliche Unterwäsche und den Lohn, der mir zusteht, wenn die Expedition erfolgreich ist. Captain Ponce de Leon soll als Vollstrecker meines Testaments auftreten. Okay, ist das jetzt eine Notiz unsererseits? Und warum geben wir das eigentlich der heiligen Kirche? Na gut, das war im 15. Jahrhundert, war das halt so, ne? Da war die Kirche in den meisten Köpfen das Ein und Alles. So, okay, gehen wir mal hier durch. Hier ist ganz schön finster, Leute. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo, war noch so ein Raum. Naja, gehen wir mal so, tun wir mal so, als hätte ich die Demo damals nicht gespielt. Ne, das kann ich nicht, das kann ich natürlich nicht. Aber, mal schauen. Okay, die schnarchen hier alle. Er im Sitzen, er wird schön Nackenprobleme haben morgen früh, wenn er aufwacht. Aber muss er selber wissen, er hätte ja auch liegen können, da ist ja noch genug Platz. Mich wundert es, dass hier keiner in den Netzen liegt, ne? So ein Netz ist bestimmt bequemer als der harte Holzboden. So, da oben steht, geh zum Bug des Schiffes. Gehen wir mal zum Bug des Schiffes. Ich weiß immer nicht, was Bug und was Heck ist. Hier bellt irgendwas. Okay, wir sind draußen, schauen auf den Ozean. Sieht jetzt nicht spektakulär aus, aber gut. Ruhige See ist schon mal so halbwegs. Wir müssen bestimmt... Oh, okay, das ist neu. Das gab es damals in der Demo noch nicht, Freunde. Hilfe, warum? Ich weiß, dass die Tiere bissig sind und so. Aber dass die jetzt auf dem Schiff sind, das ist neu. Okay, Leute. Ich bin gespannt. Lässt du mich hier vorbei? Ist das überhaupt der Bug? Abwehr verwenden. Du kannst Abwehr verwenden, indem du direkt vor dem Angriff des Feindes rechte Maustaste drückst. Okay. Aber ist das überhaupt der Bug? Ja, bestimmt, ne? Oh, okay. Habe ich schon mal verkackt. Der kam zu spät. Hä? Ich drück doch. Okay, das hat schon mal geklappt. Diesmal nicht. So. Okay. Huch, wieso bin ich jetzt mit der Maus darüber gerutscht? Du kannst außerdem Angriffe mit Abwehrtreffern abwehren. Mit Abwehrtreffern abwehren, das machen wir. Lade zum Verwenden die Kraft des Treffers auf, indem du linke Maustaste gedrückt hältst und direkt vor dem Angriff des Feindes loslässt. Also aufladen vorm Angriff, loslassen, wenn er angreift. Also direkt vor. Naja, das kriegen wir schon hin. Aber du Blödmann. Also wir laden jetzt auf und zack. Verstehe. Aufladen. Zack. Kann ich dich häuten? So, den haben wir geblockt. Hier liegt irgendwas. Karte des Kapitäns. Die haben wir. Geht zur Kapitänskajüte. Da, wo es leuchtet wahrscheinlich. So, jetzt habe ich mich auch erschrocken. Aber es ist zum Glück hinter Gittern. Dieses Beißende. Was war das überhaupt? Das ist schon so eine Art Stinktier oder was ist das? Lass uns mal klotzen. Das ist schon ein Stinktier, oder? Ist das... Weiß es nicht. Oder ein Fuchs. Irgendein Fuchs, Waschbär, Stinktier, irgendwas. Wer es weiß, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Auch wenn man nicht so viel erkennt. Okay, wir gehen hier in dort, wo es leuchtet. Da müssen wir bestimmt hin. Da gehen wir jetzt auch hin. Freunde der Sonne. Captain stand an der Tür. Okay. Nimm den Feuerstein und Stahl. Feuerstein und Stahl. Wo ist hier Feuerstein und Stahl? Hier ist eine Öllampe. Hier ist ein Zettel. Notiz.
zu indianischen Artefakten. Wir fanden zahllose Spuren der Kultur der Einheimischen auf den Inseln, die wir erkundeten. Von speziellem praktischen Interesse sind die seltsamen verzierten Flaschen, die eine ungewöhnliche Flüssigkeit beinhalten. Wir fanden zwei absolut identische Flaschen auf zwei verschiedenen Inseln. Beide waren mit Wasser befüllt. Aus Neugier trank ich das Wasser aus einer dieser Flaschen. Es war erstaunlich frisch und wohlschmeckend. Innerhalb zweier Tage fingen meine alten Narben an zu heilen und ich fühlte mich um Jahre jünger, stärker und gesünder. Ich kann nicht aufhören, über dieses Wasser nachzudenken. Vielleicht haben diese Flaschen irgendwas mit dem Jungbrunnen zu tun. Was, wenn dies das lebende Wasser ist, von dem mir Guyabana erzählt hat? Nur für den Fall lasse ich eine Flasche in meiner Truhe. Captain Juan Ponce de Leon. Cool. Das klingt gut. Wir brauchen aber... Ah ja, hier hinten blinkt's. So, hinzugefügt Stahlfeuerstein. Dann drücken wir hier mal die Lampe an und schauen, was hier los ist. Was ist hier los? Oh, da liegt ein Buch. Überprüfe das Expeditionslogbuch. Das ist viel. Das ist viel zu lesen. Expeditionslogbuch. Na gut, so viel ist es gar nicht. Leute, ich lese das vor. Wem das zu blöd ist, weil ich so komisch lese und weil ich sexy rede und so, könnt ihr ja einfach vorspulen. Ansonsten müsst ihr jetzt mal mit durch. 17. Mai 15.13. Die Mannschaft der Santa Maria streikt wieder. Dieses Mal war die Mannschaft mit der Entscheidung des Captains, die wöchentliche Rumration zu halbieren, nicht einverstanden. Verständlich, Leute. Wäre ich auch nicht einverstanden. Der Leiter der Expedition, Ponce de Leon, musste von unserem Schiff der Santiago auf die Santa Maria gehen, um die Mannschaft mal wieder zu besänftigen. 24. Mai. Wir haben die Inseln endlich erreicht. Die Wissenschaftler haben die alte Karte noch nicht ganz entschlüsselt. Also wissen wir nicht, nach welcher Insel wir suchen. Deswegen hat uns der Captain befohlen, auf allen Inseln zu landen und nach Spuren des Jungbrunnens zu suchen. 28. Mai. Heute sind wir auf einer weiteren Insel gelandet. Hier gab es auch keine Jungbrunnen. Aber wir haben ein zweites seltsames Fläschchen mit alten Symbolen darauf gefunden. Das Fläschchen wurde an Bord der Santiago gebracht. Sie sieht genauso aus wie die, die wir vor einer Woche auf einer anderen Insel gefunden haben. Captain Ponce de Leon war sehr an diesen Artefakten interessiert. Wir haben auch ein seltsames kleines Tier eingefangen. Da haben wir es. Es sieht wie ein Eichhörnchen aus und ist sehr wütend. Wir haben es in einen Käfig an Deck eingesperrt. 29. Mai. Nachts ist bei einer der Expeditionsschiffe der Sand Cristobal die Ankerkette gerissen und sie wurde von der Strömung davongetragen. Offensichtlich hat die Mannschaft die Stärke der Strömung unterschätzt und hatte sich nicht angemessen darauf vorbereitet. Wir beten für günstigen Wind für unseren Kameraden und hoffen, dass sie so bald wie möglich zu uns aufschließen. So, dann sind wir auch schon bei 2. Juni, ist auch der letzte Abschnitt, den ich lesen werde. Also zumindest auf dem Zettel. Wir haben noch eine Insel gefunden. Sie ist groß genug. Also hat Ponce ihr einen Namen gegeben. Insel der Hoffnung. Bei einer oberflächlichen Untersuchung vom Schiff aus hat der Captain eine interessante Grotte entdeckt. Er befahl dem Kartografen, sie zu zeichnen und sie zuerst zu erkunden, wenn wir uns umsehen. Sie entschieden sich, die Landung für den nächsten Morgen anzusetzen. In der Zwischenzeit wurde uns befohlen, uns etwas von der Küste zu entfernen, damit wir... uns etwas von der Küste zu entfernen, damit uns die verlorene San Cristobal sehen möge, falls sie uns heute einholt. Also, Insel der Hoffnung, bin gespannt. Und eine Grotte, da kann ich mich auch noch erinnern, an die Grotte. So, was müssen wir jetzt machen? Platziere die Karte auf den Orgmas da oben. Machen wir. Upsi. Okay. Okay, zack, gab's diesen Schild vor die Larve. Oder was auch immer das ist. So, nimm den Plan der Grotte. Eine Karte mit der Lage der Grotte. Ort, Insel der Hoffnung. Genau, da müssen wir hin. Das
ist unser erstes Ziel, was wir haben werden. So, und jetzt... Ja, genau, die Kiste. Und jetzt ist es so, Leute. Hätten wir jetzt einen leichten Spielstand genommen, hätten wir hier einen Gegenstand mehr auswählen können. Haben wir aber nicht. Ich entscheide mich definitiv für den Lederrucksack. Der bringt uns Inventarplätze. Ich erkläre das mal ganz kurz. Marinenmantel schützt einen, glaube ich, vor Wetter oder so. Hier ist ein Eisenfeuerstein, brauchen wir nicht drüber reden. Eine Angel, ein Eisenspeer ist eine Waffe. Eine Eisenaxt ist ein Werkzeug, das nehmen wir definitiv. Tasche mit Proviant, Munition oder Medizintasche. Also ich entscheide mich für die Axt und den Lederrucksack. Hier könnt ihr euch selbst, ja, müsst ihr sehen, wie ihr es macht, wenn ihr das Spiel spielen solltet. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, weil einfach Inventarplätze wichtig sind. Und eine Axt ist irgendwie auch wichtig. So, okay. Und jetzt springt durch das Fenster. Huppen aus, hui. Ja, Schiff verlassen. Das tun wir. The storm came out of nowhere. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves blew up in a split second and crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. The sailors jumped from their bunks and tried to save the ship. But it was too late. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone. I could not even remember my name. But I was alive, and hoped that at least one of my fellow crew members had also escaped. So, Freunde. Fängt ein bisschen an wie bei Ark. Ähnlich zumindest. So, los geht's, Freunde. Wir sind auf der Insel angekommen. Und neues Ziel, den Durst stillen. Und finde eine grüne Kokosnuss. Was liegt hier? Ah, da ist er. Sie wird sogar angezeigt. Baupläne. Wartet. Crafte Kokosnusswasser. Mit J. Schon mal. Durst stillen. Crafting. Da steht's, Kokosnusswasser, craften. Ah, guck mal, es gibt doch einfach Schnelltasten. Da muss ich nicht mit der Maus hin und her, sondern hätte einfach Leertaste drücken können. Und jetzt wahrscheinlich, wartet, ins Inventar. Kokosnusswasser. Essen. Zack. Ein bisschen Durst ist gelöscht und jetzt müssen wir einen Hunger stillen. Hier, wir sammeln jetzt natürlich alles ein, was hier rumliegt und was geht, wenn wir was finden. Finde eine Muschelschale. Das hier ist... Huch. Ein Haufen Schrott umschneiden. Okay. Da wären drei Stöcke rausgekommen. Hier auch. Drei Stöcke. Also Ressourcen sind ja auch echt knapp. Vor allen Dingen, wenn man normal spielt. Ja, mach einfach mal. Schneid mal um. Wir haben neue Baupläne freigeschaltet. Kleiner Stock studiert. Ja, wichtig. Nehmen wir alles mit. Also ich habe natürlich den Vorteil, weil ich dass ich die Demo gespielt habe. Ich weiß, dass wir ungefähr dort in diese Richtung müssen, zu dieser Grotte. Aber ich will jetzt mit euch noch schnell diesen Strand ablaufen. Da wird auch schon das Ausrufezeichen angezeigt. Das ist jetzt quasi das Tutorial, was wir hier spielen. So, da haben wir einmal eine Muschel. Also eine Muschelschale. Jetzt ist die Frage, wartet, Crafting? Hier, Muschel. Craften. Also ich würde ja in Real Life niemals, niemals nicht eine rohe Muschel essen. Ich hoffe, wir sollen jetzt ein Feuer machen im Tutorial. Erhöhe den Wert auf Essen. Nicht so, ist echt einfach nur Essen. Oh, guckt mal, oben links ist eine Anzeige, dass ich hier gerade Sonnenbrand kriege. Ich habe auch schon Sonnenbrand Stufe 1. Kann das sein? Wartet mal. Da ist eine Hand mit 1. Ja, Sonnenbrand. Wir haben schon Sonnenbrand der Stufe 1. Deswegen immer schön im Schatten bleiben. Und das wäre halt, hätten wir leicht gespielt, nicht so schnell gegangen. So, dann essen wir das mal.
Ich weiß, ihr seht jetzt hier gerade nicht meine komplette Gesundheitsanzeige, aber ich kann es euch kurz zeigen. Es sieht gerade so aus. Gut. Aber Essen ist jetzt nicht besonders hochgegangen. Sammel schmale Blätter. Ah, da sind ja ganz, ganz viele. Da gehen wir mal dorthin. Und sammeln natürlich alles, was hier unterwegs rumliegt, auch gleich auf. Was wir haben, das haben wir. Tutorial. Tutorials sind schön. Zumindest für mich. Alles ernten. F, alles ernten. Ah, guck mal. Hier kannst du entweder einzeln oder dann F für alles ernten. So, das Ganze würde 25 Minuten dauern. Gewicht 9,1 von 44. Werkzeug auswählen. Oh, wir haben kein Werkzeug. Wieso haben wir kein Werkzeug ausgewählt? Ich habe doch aber eine Axt, dachte ich. Okay, wir haben 18 Blätter. Jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, craften, ob wir hier schon irgendwie eine Schutzkleidung... Hier, was ist denn das? Blattumhang. Aber vielleicht kommt das auch im Tutorial. Lasst uns doch erstmal Bauer im primitives Bett. Vielleicht sollten wir doch erstmal das Tutorial abarbeiten. Vielleicht kommt das mit dem Blattumhang einfach in dem Tutorial. So, wir sammeln hier natürlich alles ein, was rumliegt. Ganz kurz, wir laufen hier den Strand ab. Und dann suchen wir uns ein schattiges Plätzchen und bauen dieses Bett. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Genau. Ich glaube, hätten wir diesen Rucksack nicht mitgenommen, hätten wir nur diese oberen 8 Plätze gehabt. Oder sogar nur 4. Das weiß ich gerade nicht. Aber wir haben ja den Rucksack mitgenommen. Von daher alles easy. Also easy nicht, aber angenehmer. Angenehmer. Ja, ja, euch Krabben hole ich auch noch. Ich will bloß mal hier noch ein bisschen rumlatschen. Ich kann mich nämlich erinnern, genau. Ich kann mich nämlich erinnern, dass am Strand so eine Kisten waren und da war, glaube ich, Proviant drin oder sowas. Und ganz wichtig, alles mitnehmen hier, die ganzen Stöcke. Hier, ein Apple. Apple hat Vitamin C, nehmen wir mit. One apple a day keeps the doctor away oder so, heißt es doch, ne, im Englischen. Aber ihr wisst ja mal, Englisch ist nicht so the yellow from the egg. Deswegen, da ist noch eine Kiste, ich säße. Und wir müssen, Sonnenbrand geht schon wieder hoch. Wir müssen aufpassen. Sonnenbrand der Stufe 2 wäre fatal, Freunde. Deswegen bewege ich mich ja gerade ein bisschen schnell, dass wir schnell auch wieder unten Schatten kommen. Rucki zucki. Aber natürlich alle Stöcke einsammeln. Hier vorne ist Schatten. Jetzt müssen wir uns beeilen. Scheiß drauf. Ich guck mal, dieses komische Klamottchen hier. Blattumhang. Erhöht den Sonnenschutz. Ich crafte das jetzt. Auch wenn es im Tutorial kommen sollte, ich crafte das jetzt einfach, weil wir brauchen Sonnenschutz. Sonst machen wir hier nicht lange. Also Inventar. Haben wir auch automatisch angezogen. Jetzt steht hier Sonnenschutz 25%. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Alles klar. Gucken wir, da ist auch noch eine Kiste. Hier ist ein Riesenstein. Neue Baupläne. Gucken wir uns gleich alles an, die ganzen Baupläne, wenn wir im Schatten sind. Ich will bloß noch diese eine Kiste hier. Zack. Ein Brot. Ah, hier ist auch alles nehmen. Ja, 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 ist gut. So, wie war das? Einmal hier drauf drücken. Alles ernten. Gut. Wie viel haben wir jetzt? 9 und 9 gelbe Blätter. Wir haben eine Apfel, wir haben Brot. Wir können ja mal ein so ein Brot... Nee, nicht fallen lassen, bitte. Ein so ein Brot essen, damit die Nahrung hier ein bisschen hochgeht. Okay, hat's gemacht. 68 von 100. Sieht gut aus, Freunde. Ich höre ja so ein komisches Eichhörnchenlachen. Was ist das hier? Nicht. Dann sammeln wir hier noch die ganzen Blätter ein. Und dann machen wir dort vorne unter den Palmen, machen wir uns ein Bettchen. Wir haben ja sogar noch ein bisschen Zeit. Diese Kiste hat man. So, zack und schon... Also das mit dem Sonnenbrand geht echt schnell. Kann man hier nicht einen Sonnenhut? Ne, mit dem Sonnenhut, das war bei Starsend, ne? Das war ein anderes Survival-Spiel. So, das hier sammle ich alles ein, weil ich weiß, dass es Mangelware ist. Also in der Demo war es damals so, dass man schwer an die Ressourcen kam. Was ist das hier? Das ist auch wieder einfach nur Schrott. Mal ganz kurz in den Schatten. Was haben wir denn jetzt alles an Ressourcen? Wir haben ein Seil. Seil vom Schiff. Und den Rest so natürliche Ressourcen. Das ist okay. Und jetzt machen wir hier unter der Palme einfach so ein primitives Bett. Wohl, nee. Leute, wir machen es ganz anders. Wir gehen gleich zu der Grotte. Ich weiß ja, wo die Grotte ist. Bloß wenn wir jetzt hier ein Bett machen, ist es Blödsinn. Wäre es Ressourcenverschwendung.
Ist natürlich auch die Gefahr groß, dass hier irgendwas Komisches passiert. Auf dem Weg dahin. Also die Grotte ist ungefähr dort. Das weiß ich noch. So. Oh, die Sonne geht gleich wieder hoch. Wir müssen hier von Schatten zu Schatten uns... Jetzt sind wir hier dahinter. Hier ist kein Schutz. Ich versuche mal irgendwie von Schatten zu Schatten zu kommen. Kriege ich denn, wenn ich im Wasser bin, kriege ich wahrscheinlich auch keinen Sonnenschutz, ne? Oder? Ich probiere mal kurz. Doch. Aber da wird man nass. Und direkt, wenn man rauskommt, hat man immer noch... Sorry, dass ich hier so zickzack renne. Aber ich versuche gerade so viel wie möglich mitzunehmen und zu dieser Grotte zu kommen und trotzdem irgendwie im Schatten zu bleiben. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Oh, okay. Nee, 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 dann behalt das, was da auch immer ist. Ich glaube, die haben eine weite Reichweite. Also, dass die dranbleiben und dich in den Arsch zwicken wollen. Fahren! Nimm das mal. Alles ernten. Warum hat der hier unten immer kein Werkzeug? Ich kann hier aber auch die Axt nicht wählen, Freunde. So, jetzt müssen wir irgendwie in den Schatten. Das muss uns reichen. Die zwei... Ja, 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 bleib ruhig. Ich gehe da schon. Wir müssen zu dieser Grotte kommen. Da ist Schatten. Weil wenn wir jetzt einen Sonnenbrand der Stufe 2 bekommen, müssen wir nämlich wieder... Oh, oh. Das wird auch gleich passieren. Scheiße, Leute. Da geht's schon los. Okay, ich gehe tauchen. Wenn jetzt nämlich ein Sonnenbrand der Stufe 2 kommt, haben wir ein richtiges Problem. Ich sag ja, auch im normalen Modus ist dieses Spiel Schweine... Was ist denn jetzt los? Oh nein, ich habe eine Vergiftung. Ach nee, ich ertrinke, weil meine Ausdauer erschöpft ist. Das geht schon gut los und gleich kriege ich Sonnenbrand der Stufe 2. Ah, egal. Irgendwo war doch hier diese Höhle. Verdammt nochmal. Ich hoffe, da ist auch jetzt kein Feind. Ja, hier ist Schatten. Nee, kein Schatten, hier ist Schatten. Oh Gott. Kurz ausruhen, Leute. Kurz ausruhen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel Gesundheit. 72 von 100. Ja, es ist okay. Ah, hier ist es. Hier ist die Grotte. Hier gehen wir jetzt gleich rein. Da sind wir auch erstmal im Schatten. Hier liegt Material. Baue ein primitives Bett. Und das machen wir jetzt hier drinne. Aber hier sind Skorpione. Wir brauchen eigentlich erstmal einen Speer. Ich baue mal das Bett kurz hier hin, Freunde. Crafting. Ich hoffe, die... Die kommen jetzt nicht... Ey, guck mal, wir haben ja einen Platthut. Erhöht den Sonnenschutz. Plattumhang haben wir ja, Plattrock. Das erhöht alles den Sonnenschutz. Aber wir bauen erstmal das Bett. Primitives Bett aus Blättern. Platzieren. Hier hinten in die Ecke. Platzieren. Und jetzt? Ah. Bauen. So, neues Ziel. Schlaf. Schlafe 6 Stunden oder mehr. Ja, das machen wir. Hunger und Durst sind ja eigentlich gerade okay. Ja, los, wir schlafen. Vielleicht erhöht es dadurch die Gesundheit. Also ihr seht es an diesem Herz. Dieses rote Ding ist irgendwie... Da kann ich nicht mehr... Schutz vor Wind, Schutz vor Wasser. Da kann ich nicht mehr aufbauen auf 100%. Mein Körper bekämpft Krankheiten. Natürliche Erholung. Mein Körper bekämpft Krankheiten und meine Energie erholt sich schneller. Dieser Status erscheint, wenn Nahrung und Wasser mehr als 60 sind, sowie im Schlaf. Sowie im Schlaf. Ah, okay. Wenn ich mehr als 60% Essen und Dingsi habe, kriege ich 35%. Aber ich bin gerade eingeweicht. Das ist schlecht. Ich muss kurz in die Sonne. Und wir müssen noch essen und trinken. Essen mal so einen Apfel.
Okay, mehr als 60%. Muschelschale, wartet, Crafting. Hier unten kann ich sogar 30 Minuten. Jetzt baue ich aber oben diese Nässe gerade nicht ab. Ach so. Weil wenn ich einmal nass bin, dauert das eine Weile, bis das komplett weg ist. Na, das ist natürlich schlecht, Leute. Das ist natürlich schlecht. Okay, Energie ist zur Hälfte runter. Wir essen jetzt mal. Dass wir die ganze Zeit über 60% sind. Sehr gut. So, 87. Na gut, solange wir den Status haben, heile ich nicht. Glaube ich. Lass uns mal hier schlafen gehen. Interaktion. 10 Stunden schlafen. Lass uns 8 machen. Obwohl, wartet mal, wir müssen 10 schlafen. Weil, wegen Tagesanbruch, obwohl, guck mal, lass uns 9 machen. Okay, Gesundheit ist zwar voll, aber dort, wo der rote Balken ist, ging es nicht weiter. Okay, Steinaxt sollen wir bauen. Neues Ziel, Stone Axt. Wir gucken uns auch gleich die Höhle noch genauer an. Oh, wir sind ja schon bei 31 Minuten. Ah, baue ich einen Cliffhanger ein? Das wäre so gemein, ne? Na los, lass uns noch... Oh, das Ausrufezeichen ist aber da hinten. Finde einen Stein, aber einen Stein habe ich ja gefunden. Na los, gehen wir dem Tutorial nach. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist... Nee, nicht durch die Höhle. Nicht durch die Höhle. Gibt es eine Karte? Gibt es hier ja noch nicht. Doch, wir müssen durch die Höhle. Allerdings wäre es geil, wenn wir einen Speer hätten. So, das sind Riesenbovisten. Okay, wir müssen darauf achten, dass uns diese Dinger hier nicht erwischen, diese Skorpione. Was ist das hier? Stück? Ja, Toba-Rinde. Das lassen wir aber alles noch liegen. Wir müllen uns mal jetzt noch nicht das Inventar zu. Sondern ich habe ein bisschen Angst. Schauen uns das hier mal an. Karte von der Insel der Hoffnung. Ah, geil! Jetzt haben wir irgendwie Ponce de Leon markierte die ungefähre Position zweier Frischwasserquellen auf der Karte. Die Grotte an der Küste und der Ort, an dem er sein Fernglas verlor. Die Schrift sagt, dass das Fernglas an einem Ort verblieb, an dem man nachts Glühwürmchen sehen kann. Standort Insel der Hoffnung. Okay, also wir sind jetzt gerade an der Grotte. Das ist hier quasi da links. Hier sind zwei Wasserquellen, da sind Wölfe bei der einen Wasserquelle und rechts sind Berge und gerade einmal durch ist das Fernglas. Ich denke mal, dass wir dann irgendwie das Fernglas organisieren müssen. So. Und hier ist noch irgendwas. Es war mir nicht bestimmt, eine Karte der hiesigen Meere zu vollenden. Aber sie könnte sich nützlich erweisen, um den Ort zu finden, an dem die Santiago gesunken ist. Ein paar Meilen südlich von dieser Insel, vielleicht gibt es dort noch etwas Brauchbares. Ponce de Leon. Okay, also die Santiago ist gesunken und wir könnten... Ah, hier ist die Insel. Die ist quasi auch auf der Seite, wo diese, wo das Fernglas sein soll. So, Essen und Trinken sieht noch gut aus. Energie sieht gut aus. Brief von Ponce de Leon. Oh. Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Saugeil gemacht, dass die Briefe, die man hier findet, dass die tatsächlich mit einer Videosequenz untermalt sind. So, was haben wir hier? Wasser des Lebens. Leute, wir haben es gefunden. Wasser des Lebens. Notiz zum Wasser des Lebens. Das schauen wir uns noch an.
Notiz zum Wasser des Lebens. Ich lasse diese Flasche Wasser des Lebens hier, damit diese, die Person, die sie findet, ihre Gesundheit wiederherstellen kann, falls ihr Schiff strandet. Viel Glück, mein Freund. Jetzt verstehe ich. Ich glaube, damit kriegst du diesen roten Balken weg, der hinter mir ist, ne? Um die Gesundheit wieder auf 100% zu bringen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Was liegt denn hier noch? Was ist das? Ein Haufen Schrott. Wir gucken mal ganz kurz. Da kriegt man Knochen raus. Okay. Knochen. Warte mal, Knochen ist doch eigentlich gut. Da können wir uns vielleicht eine Waffe basteln. Aber wir müssen erstmal da hoch einen Stein finden. Aber ich glaube, Leute, ich bin tatsächlich so gemein und baue einen Cliffhanger ein. Umso mehr freut ihr euch auf die nächste Folge. Und dann gehen wir weiter dem Tutorial nach. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt auch überhaupt mal in die Kommentare schreiben, wer alles dabei ist. In diesem Let's Play, wer hier zuschaut. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr da Feedback geben könntet. Ansonsten, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Ciao.